Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Am Pfiff, präsentiert von Ferip Tatzek und Frankie Schinkels. Einen schönen Sonntagabend und willkommen zu Anpfiff, der großen Bundesliga-Show auf OE24TV. Ja, die Meisterschaft geht in den Endspurt. Red Bull Salzburg könnte sich heute bereits den Meistertitel holen. Aber wir wollen natürlich nicht vorgreifen. Frankie Schinkels und Ferip Tatzek führen Sie auch heute wieder durch das Bundesliga-Wochenende. Und zwar in dieser Reihenfolge. Wir starten mit Admira gegen Rapid Wien. Wer ist da eurer Meinung nach der Favorit? Ja, Clivia. Da muss natürlich Admira genauso vielleicht in Rot auftreten, genauso in dieses aggressive Rot, wie der Clivia heute hat, mit ihrem wunderschönen Kleid bei uns in der Sendung auftreten. Weil Rapid, Cup-Spiel in die Beine, so da muss Admira von Anfang an einen mächtigen Druck machen. Cup-Niederlage sogar, also vielleicht ist es die Chance für die Admira da kräftig zu punkten. Ja, muss zumindest alles dran setzen, um die Rapidler müde zu spielen. Ja. Von der Südstadt, Clivia, geht es dann weiter ins Burgenland. Genau, wir machen dann weiter mit Mattersburg gegen Altach. Spiel Nummer 3 ist dann Innsbruck, Wacker Innsbruck gegen Hartberg. Es folgt St. Pölten gegen Sturm Graz. Spiel Nummer 5, LASK gegen Wolfsberg. Und dann Spiel Nummer 6, das absolute Topspiel der Runde. Das alles entscheidende Spiel für Salzburg, Austria gegen die Bullen. Ja, die... Lassen die schon die Korken knallen. Die Red Bull kann Meister werden in dieser Runde natürlich. Und ja, die Austria Wien... Eigentlich war das wirklich ein Top-Spiel, Ferri, weil Austria Wien haben wir ganz oben erwartet. Ja. Und jetzt müssen schauen, dass Dritter werden. Das ist ein Wahnsinn. Ich habe eh schon in meinem Kolumn in unserer Zeitung geschrieben, ein Wahnsinn, derzeit Dritter zu werden, das wird wie ein Weltmeistertitel gefeiert. Früher, wenn es gesagt hast, ja, aber ich bin doch Dritter, da hat er gesagt, ja, aber trotzdem bist du gekündigt. Ja. Aber jetzt bist du als Trainer und als Mannschaft, wirst gefeiert, wenn man Dritter ist. Und ganz viele Mannschaften, die aktuell noch um diesen dritten Platz kämpfen, unter anderem auch die Wiener Austria. Also es geht um wahnsinnig viel an diesem Spieltag. Schreiben Sie jederzeit gerne mit, ampfiff@oe24.at, Ihr direkter Draht zu uns ins Studio. Gibt natürlich viele offene Themen. Wer wird denn jetzt tatsächlich dieser Dritter? Holen sich die Salzburger schon vorzeitig den Meistertitel und lassen die Korken knallen? Und dann gibt es auch eine ganz interessante Person, Peter Stöger. Was macht er denn in Zukunft? Geht er möglicherweise zu Rapid? Ist er bei der Wiener Austria bald wieder im Einsatz? Also darüber sprechen wir auch in Kürze in dieser Sendung. Davor starten wir aber mit unserem ersten Spiel und das führt uns direkt in die Südstadt. Ja, und Frankie, es ist der Mai der Wahrheit für beide Teams, muss man sagen, sowohl für die Admira als auch für die Rapidler. Den Rapidlern, wie sehr steckt diese Cup-Niederlage noch ein wenig in den Knochen? Natürlich steckt er in die Knochen, sage ich mal so, weil man hat nicht gewonnen. Sonst war das eine positive Energie, die man mitnimmt in so ein Spiel. Aber man muss jetzt, ich sage mal, Erster werden in dieser, ja, für mich trotzdem Abstiegsgruppe. Ja. Oder sogar... Genügt auch, was ich jetzt mitbekommen habe, der Platz von Mattersburg. Aber trotzdem will man Erster werden. Man ist das schon verpflichtet gegenüber seinen Fans und dann natürlich auch gegenüber dem Namen Rapid. Deswegen glaube ich, dass Rapid heute alles dran setzen wird, um so schnell wie möglich zu punkten. Oder besser gesagt, die letzte Runde noch zu punkten, dass man Erster wird in dieser Abstiegsgruppe. Ja, in dieser Qualifikationsgruppe. Wir schauen uns gleich einmal die Aufstellung der Admira an. So sieht das Ganze auf der Taktiktafel aus und da fällt uns auf, der Abwehrchef ist verletzungsbedingt nicht dabei. Ja, der Schöss Wendner ist nicht dabei. Der ist letztes Mal, glaube ich, schon nach 12 Minuten ist er rausgegangen. Aber ist natürlich schon ein Aderlass für die Admira. Aber nichtsdestotrotz, Kalajdzic ist wieder da und das ist der Spieler, in den sich Rapid im Winter sehr bemüht hat. Und ich glaube, dass die Admira schon eine Mannschaft hat, die Rapid richtig wehtun kann. Mhm. Ja, unter Anführungszeichen. Aber natürlich, Admira braucht noch ihre Punkte, weil, ich sage mal so, der Teufel schläft nicht. Mhm. Und wenn man nicht genug punktet, ist man auf einmal unten dabei und dann kommen die Nerven dazu. Nerven flattern und dann spielt man um einen Abstieg und das wäre... sportlich tödlich für die Admira. Und genau diesen Negativstrudel möchte die Admira nicht hineingeraten. Das ist die Aufstellung der Rapidler. Da fällt gleich einmal auf, Thomas Murg ist aufgrund seiner Sperre nicht dabei. Und dann vertraut Didi Küber auf zwei Ex-Admiraner in der Abwehr, Dibon und Auer. Ja, wobei der Dibon
für mich ein gesetzter Stammspieler ist in der Innenverteidigung. Auer, ja, Auer ist ein guter Spieler, ist für mich trotzdem kein Rapid-Spieler. Das meine ich respektfrei. Ich habe großen Respekt für die Fußballer, aber man muss natürlich schon wissen, normal spielt Rapid um einen Titel. Und Auer ist ein Kaderspieler, der jetzt zufälligerweise zum Einsatz kommt. Man hat den Potsmann geholt von Sturm, hat bis jetzt auch noch nicht die Topleistung gebracht auf dieser Position. Deswegen erwarte ich mich da nicht jetzt wundern. Aber okay, sonst muss der Kübauer die Köpfe frei bekommen. Kein Titel geholt, war zu erwarten gegen Red Bull. Aber jetzt braucht man einen Titel und das ist ein ganz kleiner. Erster in die Abstiegsgruppe. Ja, es ist der Mai der großen Entscheidungen. Die erste fällt jetzt in diesem Spiel. Das sind die Highlights aus der Südstadt zwischen der Admira und Rapid. Nach der Niederlage am Mittwoch im Pokalfinale gegen die Salzburger ist für Rapid jetzt wieder Liga-Alltag angesagt. Die Hütteldorfer in den weißen Dressen und die bestimmen von Beginn an das Geschehen. Viertelstunde vorbei und André Ivan ans Aluminium. Glück für die Niederösterreicher. Da wäre Andreas Leitner nur noch schwierig an diesen Ball gekommen. Schöne Schusstechnik von André Ivan. Das Ganze begünstigt durch diesen unfreiwilligen Assist von Vorsager. Tolle Phase von den Rapidlern, die das Geschehen bestimmen. Schwab und dann Aliou Bakci. Nach 37 Minuten ist er da. Und auch da stellt sich die Admira Abwehr ganz ungeschickt an. Petlach, der den verletzten Abwehrchef Schösswenter versetzt, hat stellenweise das Geschehen überhaupt nicht im Griff. Und auch in dieser Situation fehlt die Zuordnung. Langer, guter Ball von Gnasmüller. Schwab, der das Duell gegen Aibu gewinnt. Und in der Mitte setzt sich dann auch noch Bacci gegen Bauer durch. 1:0 für die Hütteldorfer. Dauerdruckperiode über Schwab. Polingoli, der sieht Aliou Bakci. Was macht er? Nicht den Treffer. Weil die Admira Andreas Leitner im Tor hat. Die darauffolgende Ecke über Schobesberger, die wurde verlängert und dann kommt Mario Sonnleitner mit dem zweiten Treffer. Nach 40 Minuten das 2:0 für die Rapidler. Mario Sonnleitner mittlerweile in seiner 15. Bundesliga-Saison und erzielt nach diesem Eckball seinen 5. Treffer in dieser aktuellen Spielzeit. Tibor und der Ex-Admiraner verlängert und dann kommt Mario Sonnleitner angerauscht zum 2:0 aus Sicht der Rapidler. Wir sind kurz vor der Pause und die Rapidler wollen mehr über Gnasmüller auf Polingoli und dann kommt Aliou Bakci, der den Doppelpack schnürt. Der 21-jährige Senegalese, 4. Tor im 11. Ligaspiel. 42. Minute, 3:0 für Rapid. Und fast schon die Vorentscheidung in diesem Spiel. Gut gemacht von Gnasmüller und auch dann wieder viel zu schwach verteidigt von den Niederösterreichern. 3 Tore, damit in den ersten 45 Minuten die Admira offensiv überhaupt nicht vorhanden. Aber das ändert sich in Kürze, denn die Niederösterreicher kommen fast wie verwandelt aus der Kabine. Und geht's rein in diesen Angriff. Genialer Pass von Busch auf Sascha Kaljacic. Geht ja doch für die Niederösterreicher. 53. Minute, ein erstes Lebenszeichen der Admira zur Freude von Trainer Rainer Geier. Auer, der dann nicht mehr entschlossen genug in diesen Zweikampf hineinrutschen kann. Das Ganze spielt sich schon im Strafraum ab davor. Dieser tolle Ball vom Busch auf Kaljacic und der macht das klasse. Zeigt noch einmal in dieser Situation, warum ihn einige am Wunschzettel haben. Nur kurz danach dann diese Situation und der nächste Treffer für die Admira. Die Niederösterreicher sind zurück im Spiel. Markus Meyer nach 59 Minuten. Standardsituation und dann kommt keiner mehr hin an diesen Ball. Viel Verkehr vor Richard Strebinger. Kaljacic deutet an, er hat diesen Ball nicht mehr berührt. Daher wird das Ganze auf Markus Meyer gut geschrieben. Und dann diese Situation. Das ist nicht eine Wiederholung, das ist der Ausgleich für die Admira. 61. Minute, Milos
Spasic, fast dieselbe Situation. Wieder Markus Meier. Dann sieht Richard Strebinger unglücklich aus. Ljubicic zu schwach im Abwehrverhalten gegen Spasic. Und der mit im Ausgleich. Diadmira dreht in nur 8 Minuten das Spiel von 0:3 auf 3:3. Und gleichzeitig der Auftakt für eine extrem hektische, intensive Schlussphase. Morten Juhlmann holt sich zurecht die gelbe Karte ab nach diesem Foul an Schwab. Der Schock bei den Rapidlern hält aber nicht lange an, denn sie haben Christopher Dibon. 67. Minute, 4:3 für Rapid. Und ausgerechnet er, der Ex-Admiraner. Mario Sonnleitner verlängert, Basisch. Ungeschickt, unglücklich. Und dann Baci auf Dibon. Die letzten Sekunden in diesem furiosen Spiel. Potsmann holt sich noch einmal die gelbe Karte ab. Jadmira wirft alles nach vorne. Das Painzil bringt den Ball noch einmal in die Mitte. Schmidt hat den Ausgleich auf dem Kopf, aber Strebinger ist zur Stelle. Und dann ist es amtlich. Rapid 4, Jadmira 3. Was für ein packendes Spiel in der Südstadt. Und im vierten Spiel in dieser Saison setzen sich zum vierten Mal die Rapidler durch, die einen viel einfacheren Arbeitstag nach dieser 3:0-Führung heute haben hätten können. Und die Admira ist mittendrin in diesem dramatischen Abstiegskampf. Und diese Woche liegt dann für die Grün-Weißen doch noch ein Happy End, ja. Dank eines Ex-Admiraners. Ja, es war ein turbulentes Spiel, es war das Spiel der Standards. Ja. Die Flanke und die Kopfbälle und was fällt da runter. Ich glaube, dass wenn der Schuss Wendner, wenn nicht wäre, gespielt hätte, in so ein Spiel bei der Admira hätte er erstes besser organisiert, die Defensive, überhaupt die erste Hälfte. Aber auch bei den Standards, das sieht man dann eh, bei den Toren hätte er viel besser verteidigen können. Und das war ein bisschen zu billig und deswegen hat die Admira zu Recht verloren und verdient verloren, weil Rapid einfach cleverer war. Ja, ein furioses Spiel. Wir gehen mit Ihnen die Tore der Reihe nach durch. 7 Treffer ausgegeben. Dauert allerdings bis zur 37. Minute. Alio Baci ist das erste Mal zur Stelle. Das schön aufgelegt von Stefan Schwab. Sag ich ja, das darf nicht sein. Da muss man in der Luft defensiv, ist immer leichter, defensiv zu köpfen als offensiv. Und da muss man viel präsenter sein. Das war dummes Gegentor. Und der Baci zeigt schon natürlich, dass er seine körperliche Verfassung nützt. Geht da einfach schneller in den Zweikampf als sein Gegenspieler. Und also. Ja. Nach 40 Minuten dann der zweite Treffer für die Rapidler nach dem Eckball von Schobesberger, die dann verlängert und Mario Sonnleitner stellt auf 2:0. Ja, das ist wieder, was ich vorher gemeint habe, mit so einem Typ wie der Schuss Wendner. Ja, der bringt dann die Kofferstärke hinein. Weil es geht um den Koffertor oder Vorlage von Dibon. Und der Sonnleitner ist ein, der trainiert auf das, der Junge. Der versteht es, der geht da einer, wo es weh tut und steht danach richtig. Und hier sieht man es, er geht da weiter. Ja, und das ist ein Verteidiger mit Torinstinkt. Ja, nur 120 Sekunden danach dann gleich das dritte Tor. Wieder ist Alio Baci, der Torschütze, der seinen Doppelpack schnürt. Ja, da ist es zu hoffen, dass der jetzt Rapid nächste Saison wirklich raushilft, weil sie brauchen ein Torjäger, ein Goalgetter, ein Sturmtank, sage ich mal. Und bei diesen Aktionen zeigt er das. Und das ist natürlich ein Glücksgriff von Kübauer gewesen in der ersten Hälfte. Drei Tore der Mitz der Rapidler innerhalb von 5 Minuten und dann das grandiose Comeback. Ja, das der Niederösterreicher Sascha Kaljacic nach 53 Minuten. Ferre, das schaut ganz leicht aus, aber wir sehen dann, nicht in dieser Einstellung, aber in der nächsten, weil dort schaut es noch aus, als ob der den Ball glücklich kriegt, aber hier sieht man es, wie er den eigentlich verschleppt, hopp, da, ja. Das macht er Weltklasse. Ja. Weißt, und dann die Übersicht, ich meine. Ja, und auch der Assist von Kolja Pusch, richtig, ja, klasse. Top. Schönes Zuspiel. Dann das 2:3 aus Sicht der Admira. Dann sitzt von Meier, aber dann sitzt du auf der Rapidbank als Trainer und denkst dir, puh, jetzt aufpassen, weil wenn man jetzt müde oder Strebinger schaut da überrascht aus. Ja? Aber er muss hier, müssen seine Verteidiger besser spielen. Da kann er nicht unbedingt was dafür. Aber ja, und dann 2 Minuten danach fast die idente Situation. Genau. Ja, ich sage doch, als Tormann musst du denen
ich sage mal, in den Arsch treten. Mhm. Es ist so, ich muss es sagen, so reden wir in den Kabinen, weil da stehen 8 Weiße und ein Roter und der kriegt den Ball. Da müssen die Verteidiger von Rapid viel energischer agieren. Ja? Und das ist zu wenig. Haben viele Rapid-Fans schon gedacht, dass sie tatsächlich eine 13-0-Führung noch verspielen, aber sie haben ja Christopher Dibon in ihren Reihen. Der Dibon weiß, wo beide Tore stehen, ja. Als Ex-Admiraler, du hast es eh schon gesagt. Und wieder so ein Leitner beim ersten Tor, schau, das ist natürlich ein Pech. Da kommt der Ball irgendwie, kommt er dann zu ihm und ja, es schaut trotzdem alles leicht aus, aber ich habe auch schon öfter Spieler gesehen, die eben doch noch drüber geschossen haben. Eine 13-0-Führung von Rapid, warum haben Sie sich diesen Arbeitstag dann noch einmal so schwierig gemacht? Warum haben Sie es so leicht aus der Hand gegeben? Ich glaube, da gibt es nur eine Devise, was in der Halbzeit besprochen ist, beim Admira in der Kabine von Geier. Hopp oder Drop. Mhm. Was sollen wir jetzt noch warten? Ja. Hopp oder Drop, das ist dann gespielt worden, ein bisschen das nötige Spielglück, dann kommst du auf einmal auf 3-3. Aber nach der ersten Hälfte hat Rapid die Partie verdient gewonnen. Ja, hier sind die Stimmen zu diesem furiosen, packenden Spiel. Ich glaube, wir haben das erste Halbzeit richtig gut gemacht. 3-0 in Führung und dann nach 10 Minuten zweite Halbzeit steht es 3-3. War natürlich auch für den Kopf nicht ganz so leicht. Wir haben uns da einfach ein paar Meter erspart und sind dafür eiskalt bestraft worden. Und ich hoffe, das ist für die ganze Mannschaft ein Weckruf, dass man sich keinen Zentimeter sparen darf. Aber am Ende des Tages überwiegt natürlich trotzdem die Freude. Wir haben das Spiel dann gewonnen und das war das Ziel. Und deswegen bin ich sehr happy mit meinem Tor und ein Assist hat man auch nicht alle Tage als Verteidiger. Wie wichtig war es, gleich nach dem Ausgleich nachzulegen und dieses 4-3 zu erzielen? Ja, als der Länge ist 3-3 gestanden wäre, die haben das Momentum natürlich hat schon Admira gehabt, aber es war dann wieder in der Standardsituation. Das 4-3 zu schießen war dann wichtig. Dann haben wir hätten dann noch die Konter ein bisschen besser ausspielen können, aber in so einer eigenartigen, kuriosen Partie sind wir dann zufrieden, dass wir das Spiel 4-3 gewonnen haben. Mit 3-0 in die Pause gegangen, wie beruhigt ist man dann als Trainer? Wie kommt man damit raus? Selber schon mal so ein kurioses Spiel erlebt? Da habe ich es einmal erlebt, ja, habe ich erlebt einmal, wo ich, glaube ich, noch bei der Rapid war, haben wir auch 3-0 geführt, haben 4-3 verloren, also haben es die Jungs halt besser gemacht, aber ist grundsätzlich erst ein unglaublich gutes Spiel, zu Recht 3-0 fuhren. Gingen dann zur Pause raus und auf einmal, wenn du glaubst, das ist eine andere Mannschaft. Und trotzdem haben sie die Moral noch bewiesen, dass das 4-3 schießen und es war hochverdient, aber das ist wie ein Hitchcock-Krimi und den brauche ich nicht jede Woche. Psychologisch ganz wichtig, dass uns das 4. Tor gleich nach dem Ausgleich gelungen ist, oder? Ja, das ist das, was ich der Mannschaft dann hoch anrechne. Aber davor eben dieses von 3-0 auf 3-3, natürlich 2 ruhende Bälle, muss man auch dazu sagen. Es war nicht so, dass die Admira jetzt einen großen Fußball gespielt hat, aber sie waren auf 3-3 dran. Und dann war halt eben schon enorm wichtig, dass der Diebe das 4-3 geschossen hat. Und schlussendlich war der Sieg verdient, aber wir hätten sie es leichter machen können. Blick Richtung nächste Woche jetzt gegen Innsbruck. Welche Lehren kann man auch aus so einem Spiel ziehen? Ja, welche Lehren? Also ich glaube, dass ein Spiel aber 3-0 noch nicht gewonnen ist, bedeutet, dass man auch noch bei den Basics bleiben muss, zweite Halbzeit, dass man einfach kompakt verteidigen muss, dass man in Wahrheit auch noch Laufarbeit liefern muss, zweite Halbzeit. Und war dann schlussendlich gut, dass wir noch den Sieg gemacht haben, aber er war hochverdient, aber mit Schmerzen. Wie ein Hitchcock-Krimi, meint Didi Küpper, der Rapid-Trainer. Die Rapidler fixieren schön langsam tatsächlich diesen 7. Platz an. Ehrlich, nichts Großartiges, Unerwartetes. Wir sehen ja auch gleich, was die Mattersburger gemacht haben. Ja, aber die können noch nachsetzen, ja. Aber Rapid nicht besser. Die müssen zumindest in diese, ich sage es immer, die Abstiegsgruppe. Mhm. Für mich ist es die Abstiegsgruppe. Ja, da müssen schon Erste werden, weil alles andere wäre dann traurig. Ja. Frankie, wie geht es weiter mit der Admira? Geht da jetzt das ganz große Zittern los? Werden die Knie jetzt ganz weich? Gutes Wort, Zittern, Knie werden weich, aber du musst jetzt einmal so langsam wieder einmal zurückschauen. Was passiert da hinter mir? Was ist mit Hartberg? Was ist mit Innsbruck? Was ist mit Altach? Weißt du? Weil der berühmte Teufel schläft nicht. Weißt du? Die waren sehr lange, waren das Letzte. Jetzt haben sie sich wieder ausgearbeitet, überhaupt nach der Winterpause mit Verstärkungen. Es ist leider der Schuss Wendner in der Abwehr verletzt. Aber jetzt müssen sie natürlich hin und wieder Punkte, weil sonst kommen die Jungs vielleicht von hinten wieder nach. Und weißt du, wenn du runtergehst, game over.
könnte es ganz schwierig werden, da überhaupt noch einmal retour zu kommen. Abstiegskampf pur. Wir haben in Kürze Innsbruck gegen Hartberg. Davor schauen wir mit Ihnen aber noch ins Pappelstadion. Und da gibt es in Mattersburg einen ganz prominenten Zaungast mit Roman Mehlig. Die Highlights aus diesem Spiel in Kürze in Ampfiff. Damit bis gleich. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Ampfiff, präsentiert von Ferip Tatzek und Frankie Schinkels. Sonntagabend, 22 Uhr bis Mitternacht, Ihre Zeit für alle Spiele, alle Tore aus der österreichischen Fußball-Bundesliga. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Ein Spiel haben wir Ihnen schon gezeigt, und zwar die Admira verliert zu Hause gegen Rapid mit 3:4. Wir haben gleich den packenden Abstiegskampf mit Innsbruck gegen Hartberg. Davor schauen wir aber noch ins Burgenland. Mattersburg empfängt die Altacher, die Mattersburger daheim mit einer durchaus ganz guten Bilanz. Und für beide ist es das große Duell ums Playoff. Denn vielleicht pirschen sich die Altacher dort ein wenig noch hin und die Mattersburger sind noch davor. Und die wollen das jetzt einmal absichern, ja, nachdem ja. Rapid schon vorgelegt hat. Ja, natürlich. Aber jetzt ist dieser Platz 8, nicht? Sag mal so, ist auf einmal unheimlich interessant, um den zu erreichen, weil da spürst du gegen den Nummer 7, nicht? Ja. Und den vor Rapid. So, ja, das ist natürlich ein wichtiges Spiel. Altach, muss ich sagen, sind schiere Niederlage. Ja. Letztes Mal gegen Innsbruck 4-0 oder 4-1. Ja, 4-1. Aber vorher war es da los mit dem Alex Pastor, neuer Trainer. Aber jetzt brauchen wir Punkte gegen Mattersburg. Klaus Schmitz hat sich folgende taktische Aufstellung für das Match gegen die Altacher überlegt. Und Frankie, es fällt gleich einmal auf, Tino Casali, der zuletzt viermal in Folge gespielt hat, wird dieses Mal durch den Stammtorhüter, durch Kuster ersetzt. Was könnte dahinter stecken? Welche Überlegung? Ich glaube, dass der Kuster immer der Stammtormann war und immer noch ist. Mhm. Der war sogar bei der Nationalmannschaft schon dabei, hat eine kleine, schlechtere Phase gehabt. Aber jetzt, wenn er wieder hundertprozentig fit ist, glaube ich, ist das der Nummer 1. Ja. Casale hat das gut gemacht, aber ja, es gibt immer einen Einser und einen Zweier. Und der Einser ist der Kuster. Mhm. Sonst hat der Klaus Schmidt sein System. Ja, heute wieder mit Busic vorne. Bürger wieder auf der Bank, Malic, Grigic, Erdotaler, der hat schon eine gute Truppenkader. Aber daheim, hast du vorher schon richtig gesagt, sind sie schwer zum Schlagen. Deswegen wird es für Altach sicher schwer. Alex Pastor bei den Altachern hat sich Folgendes überlegt. Da sind zwei neue mit dabei. Und wie schwierig wird es dann, diese Mattersburger Bilanz zu biegen? 7 Heimspiele in Folge daheim unbesiegt. Ja, du sagst es sehr richtig. Und genau, aber der Alex Pastor ist ein Holländer und ich weiß das als gebürtiger Holländer, der ist so gesund, arrogant, dass er glaubt, wir werden da auswärts auch gewinnen können und spürt auch dementsprechend mit dieser Aufstellung. Da verlierst du mal. Du musst immer wissen, wie man verliert. Sie waren nicht besser wie Innsbruck. Im Gegenteil, zweite Hälfte war es dann gut für Innsbruck. Die haben alles nachgelegt. Und ja, neue Woche, neues Spiel, neue Schiri, neue Tore, neue Dresse und Vollgas. Und hoffentlich ähnlich viele Tore, wie wir es im ersten Spiel erlebt haben. Das sind für Sie die Highlights aus dieser Partie. Der SV Mattersburg empfängt die Gäste aus Altach. Das letzte Duell konnten die Vorarlberger mit 2:1 knapp für sich entscheiden. 22. Minute, die erste gute Möglichkeit für die Gastgeber. Andreas Gruber kann sich bei einer Hereingabe von Pusic durchsetzen. Sein Kopfball geht aber klar am Tor vorbei. Gruber hat schon vergangene Woche beim 1:1 gegen die Admira den Treffer für die Mattersburger erzielen können. Lange nichts zu sehen bei den Gästen aus Altach. Jetzt hat Meilinger mal viel Platz, versucht noch einmal zur Mitte zu spielen, aber der Ball findet keinen Mitspieler. Kurz vor der Pause wieder die Mattersburger. Schlechte Kopfablage der Altacher. Gruber kommt an den Ball, aber der Abschluss ist zu zentral und somit keine Gefahr für Torhüter Kobras. Der gebürtige Steirer mit der bisher besten Chance in diesem Spiel. 45 Minuten, Schiedsrichter Stefan Ebner schickt beide Teams in die Kabinen. Bisher konnte keines der beiden Teams das Spiel an sich reißen. Daraus resultiert eine torlose erste Halbzeit. 0:0. Kurz nach Anpfiff die erste gute Möglichkeit für die Altacher. Karic mit der Flanke, die noch gefährlich auf das Tor von Markus Kuster kommt. Bezeichnend für diese Partie. Die erste gefährliche Aktion für die Gäste aus Vorarlberg entsteht aus einer ungenauen Flanke aufs Tor. Für die Altacher wäre ein Sieg unheimlich wichtig. Auf die Mattersburger fehlen nur 4 Punkte und mit einem Sieg
könnte man ihnen noch gefährlich nahe kommen und somit für Spannung im Saisonfinale sorgen. 58. Minute, der Freistoß kommt gefährlich in den Strafraum. Piesinger kann aber zur Ecke klären. Auch für den SV Mattersburg wäre ein Sieg unheimlich wichtig, denn der SK Rapid Wien ist in Schlagdistanz und somit wäre der Kampf um den ersten Rang noch immer offen. Wieder Freistoß für die Mattersburger Latte. Andreas Kuhn mit der besten Chance des Spiels. Kuhn zirkelt den Freistoß super ans lange Eck. Torhüter Kobras hätte wohl keine Chance mehr gehabt, an den Ball heranzukommen. Die Latte verhindert die Führung der Mattersburger. Wir schreiben die 63. Minute, die erste gefährliche Aktion in dieser Partie. Im Gegensatz zu den Mattersburgern fehlen den Altachern die zwingenden Chancen. Vielleicht jetzt, aber auch dieser Kopfball von Berischer kann keine Gefahr ausstrahlen. Auch für Mattersburg-Spieler Patrick Salomon schwierig von der Tribüne zuzusehen. Mittlerweile ist auch Emanuel Schrein in der Partie, der hier Kuster aus der Distanz testen will. Seinen Schuss kann der Mattersburg-Torhüter aber sicher halten. Kuster ist bis auf die gefährliche Flanke kurz nach der Halbzeitpause noch kaum getestet worden. Es geht in die letzte Phase dieser Partie. Höller und Gebauer gehen ins Kopfballduell. Gebauer bleibt jedoch verletzt liegen. Der Stürmer der Altacher wird aber nicht ausgewechselt, kann nach kurzer Verletzungspause wieder weitermachen. Schiedsrichter Ebner verzichtet aber auf die gelbe Karte. 79. Minute, Gue mit dem Zuspiel in den Strafraum und Gebauer versucht den Ball artistisch im Tor unterzubringen. Kuster kann den Abschluss aber sicher aufnehmen und hält somit das torlose Ergebnis. Der Ballbesitz beider Mannschaften steht derzeit bei 50%. Und dann vielleicht die gefährlichste Aktion der Altacher. Die Gäste kommen in den Strafraum. Andersson mit dem Stangelpass und dann spielt Schreiner mit der Ferse an Kuster vorbei. Jedoch findet sich kein Abnehmer im 5-Meter-Raum. Ortiz kann somit die Situation klären. Die Gefahr ist entschärft. Altach und Mattersburg finden auch in der Endphase des Spiels keinen Weg zum Führungstreffer. In der 83. Minute greift dann Schiedsrichter Ebner das erste Mal zum gelben Karton. Manfred Fischer sieht nach dem Foul an Gruber die 5. gelbe Karte und ist somit im nächsten Spiel gegen die Admira nur Zuschauer. Fischer geht hier mit gestrecktem Bein in den Zweikampf und trifft Gruber dabei am Knie. 88. Minute. Andreas Kuhn versucht's wieder, aber der Freistoß geht klar über das Tor. Nach dem Lattenschuss wollte Kuhn sein Glück nochmals versuchen, aber der Ball ist deutlich zu hoch. Vor 1600 Zusehern im Pappelstadion nähern wir uns immer mehr dem Schlusspfiff. Bekommen die Gastgeber noch eine Chance? Nein, Schiedsrichter Ebner pfeift nach 93 Minuten die Partie ab. Somit trennen sich die Teams mit einem 1:1 und die Altacher können auf die lange Rückfahrt nach Vorarlberg nur einen Punkt mitnehmen und den Rückstand nach vorne somit nicht verringern. Keine Torhüter mit im Pappelstadion. Ja, Frankie, eine höhepunktarme Begegnung. Ein Highlight, wenn man es so nennen darf, haben wir uns trotzdem herausgepickt, diesen Freistoß von Andreas Kuhn. Warum war nicht mehr drinnen? Ja, ich glaube schon, und das muss ich erst einmal das Positive. Es geht um viel. Du hast es eben Vorfeld gut anmoderiert. Man will unbedingt den Platz 8 nach Rapid, dann hat man die Möglichkeit gegen Rapid diese Position zu spielen, zwar auswärts, aber ist egal, aber man hat die Möglichkeit mit einem Sieg dann noch einmal um die UEFA Cup spielen zu können, aber nicht besser in Ferien. Wir reden jetzt, es geht um unheimlich viel, es geht um, sagen wir mal, entscheidende. Mattersburg, da haben 1600 Zuschauer, ja. 1600. Wie soll ein 0-0-Spiel für 1600 so ausschauen? Wenn du in Deutschland schaust, in der zweiten Liga, hucken 40.000 Leute, wenn da eine Partie 0-0 ausgeht, mit 4 Stangenschüsse und was weiß ich, 1-2 gelbe, dann sagen wir alle, bist du, das war eine gute Partie. Aber das, ich muss leider sagen, traurig. Traurig. Keine Tore in diesem Spiel leider mit dabei, aber Frankie, ganz viel Spannung. Auch die Partie war nicht so schlecht. In Kürze, ja. Ganz viel Spannung auch in Kürze bei unserem nächsten Spiel. Dann haben wir alle Highlights aus dem Tabellenkeller zwischen Innsbruck und Hartberg. Also bleiben Sie bei uns, geht in wenigen Augenblicken weiter mit Anpfiff. Bis gleich. Die große U24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Ferip Tatzek und Frankie Schinkels.
Sie genießen das Wochenende und wir haben dann alles, was Sie wissen müssen aus der österreichischen Fußball-Bundesliga. Immer am Sonntag von 22 Uhr bis Mitternacht. Alle Spiele, alle Tore. Zwei Begegnungen haben wir Ihnen bereits präsentiert. Die Admira verliert zu Hause mit 3:4 gegen Rapid. Keine Tore im Pappelstadion zwischen Mattersburg und den Altachern. Und jetzt gibt's Hochspannung im Tabellenkeller. Wir machen die Quali-Gruppe mit unserem dritten Spiel komplett. Und da schauen wir mit einem Auge gleich einmal mit Ihnen auf die Aufstellungen. Ja, Frankie, beide Teams sind unter Siegzwang. Beide brauchen starke Nerven. Wer hat denn die stärkeren Nerven? Ferri, du hast das richtige Wort. Hochspannung. Das ist ja wirklich ein richtiges Kellerspiel. Da geht es wirklich fast schon um den Abstieg. Ja, Innsbruck hat in Altach 4-1 gewonnen. Sind ein bisschen im Vorteil in meinen Augen. Und spielen dann zu Hause. Wir werden auch sehen, viel mehr Zuschauer, die das wissen, ja, die das auch unterstützen. Und ja, ich finde, dass Innsbruck leichter Vorteil hat. Ja. Ja, zwei Veränderungen hat sich der Hartberg-Trainer Markus Schopp einfallen lassen. Eine ganz vorne in der Spitze. Ja, der Schoppi tut sich schwer. Jetzt spielt er mit Kovacevic ganz vorne. Er hat immer die gleiche Jungs zur Verfügung, tut aber immer wechseln und ich glaube, ich sehe nie eine Kontinuität und ich sehe überhaupt keine Kontinuität in der Defensive. Und das ist das Schlimmste, weil die Jungs aus Hartberg, ich muss jetzt kurz was sagen, vor der Saison wird man immer gefragt, wer steigt ab? Mhm. Und von den sogenannten Experten bin ich einer davon, wir haben eigentlich von 10er, haben 8er gesagt, Hartberg. Du weißt es, ich sage schon seit eineinhalb Monaten jetzt mittlerweile, die sind Abstiegskandidat Nummer 1. Sie waren kurz sogar dabei, um vielleicht bei der ersten 6 zu landen, aber das war nur kurz. Aber jetzt haben sie es, glaube ich, nicht verstanden, sie wirklich zu formieren und eine Einheit zu sein, um sie gegen die Abstieg, um den letzten Platz zu wehren. Und da musst du eine starke Defensive haben. Die sind so schwach in der Defensive und wenn du nicht absteigen willst, brauchst du eine super Defensive. Wenn du Meister werden willst, brauchst du eine super Offensive. Und die haben keine Defensive, deswegen sind sie Abstiegskandidat Nummer 1. Mhm. Viele Besucher am Innsbrucker Tivoli, du hast es schon angesprochen, in diesem Abstiegskrimi zwischen Innsbruck und Hartberg. Ja, ein Publikumshit ist das Abstiegsduell zwischen Innsbruck und Hartberg wahrlich nicht. Dennoch haben sich einige auf den Tivoli verirrt, um Tommy Krumser bzw. Markus Schopp anzufeuern. Die schlechteste Offensive der Liga, die trifft auf die schlechteste Defensive. Die Innsbrucker, die warten überhaupt schon seit 10. November auf einen Heimsieg. Doch die jungen Wilden rund um Horvath, der auch gleich diese Flanke schlägt, die versuchen einiges. Taferner und Co. haben vor allem in den letzten Runden einige ansprechende Momente gehabt und haben auch überrascht. In der Anfangsphase gibt es einige Härteinlagen, hier beispielsweise Foul an Kerschbaum von Kankola von Hartberger. Das gibt auch gleich die gelbe Karte hier von Schiedsrichter Harald Lechner. Der hat auch alle Hände voll zu tun. Klar, es ist kein Feintechnik-Wettbewerb. Aber dann ist der Ball im Tor und es heißt 1:0 für die Innsbrucker. Nach diesem Corner ist es Matthias Mark, der in der 28. Minute auf 1:0 stellt. Und da jubeln sie ausgelassen. Denn dieser Treffer, der erste Saisontreffer, der könnte Gold wert sein für die Innsbrucker. Da jubeln sie ausgelassen. Ja, sie haben ja im Vorfeld schon gescherzt. Athletiktrainer Elias Braunhofer hat gemeint, wenn Marc ein Kopfballtor schießt, dann muss er die Haare lassen. Und da wird wohl der Athletiktrainer einige Haare lassen, denn das war ausgezeichnet gemacht. Marc macht das wunderbar mit all seiner Routine, der Abwehrchef der Innsbrucker. Und René Swete ist hier ohne Abwehrchance. Weiterhin die Innsbrucker, wieder über Taferner. Versuchen natürlich viel, haben jetzt Lust bekommen, auf mehr zu machen. Schöner Doppelpass, Taferner hier auf Dedic und Swete hat den Ball aber dann. Und Riesenglück auch für die Hartberger Defensive. Weiterhin die Innsbrucker im Vorwärtsgang. Flanke hier. Taferner, der Blauensteiner kann den Ball kurz wegschlagen. Dann ist es Christian Klem, aber der Ball, der geht klar und deutlich am Tor vorbei. Die Hartberger mit immensen Problemen schaffen es nicht wirklich hier,
etwas zustande zu bringen. Ja, und die Innsbrucker sind da ganz schön frech in der Person von Marc. Da gibt es auch den gelben Karton. Reiko Repp sollte man besser nicht ärgern, der riecht sich damit Toren. Schauen Sie, aber so schindet man auch wertvolle Augenblicke. Und die Harzberger, die rennen diesem Treffer hinterher. Es gibt viele, viele Fouls, leider Gottes wenig spielerische Highlights. Wir können Ihnen nur diese gelben Karten zeigen, davon gibt es einige. Diesmal Foul an Marc und Lechner muss eingreifen. Ja, es geht damit mit 1:0 auch in die Pause. Beide Mannschaften hatten ja Erfolgserlebnisse in den letzten Wochen, aber für die Innsbrucker sollte das vorerst einmal reichen. Marc ist der Mann der Stunde am Innsbrucker Tivoli und Tommy Krumser kann absolut zufrieden sein. Dann wieder eine Härteeinlage in den zweiten 45 Minuten, diesmal an Reiko Repp. Wieder gibt es den gelben Karton. Hupf auf, hat hier die Sense ausgepackt, wird dafür auch verwarnt. Und dann sehen wir noch ein paar Härteeinlagen, diesmal faul an Flecker von Kerschbaum. Na, da fährt er ordentlich das Bein auch aus. Die Schienbeine, die sind ordentlich geprellt an diesem Fußballnachmittag. Reiko Repp, der möchte es auch noch einmal wissen, nimmt sich hier ein Herz, aber der Ball geht knapp am Tor vorbei. Ja, Reiko Repp, der möchte wieder ein Erfolgserlebnis haben, möchte seine Hartberger aus dem Tabellenkeller schießen, denn da stehen sie momentan. Die Innsbrucker, die haben die rote Laterne abgegeben und die in orange spielenden Steirer, die sehen am Ende rot, sollte hier kein Treffer gelingen. Erst einmal ist ein Absteiger in den letzten 20 Jahren direkt in der darauffolgenden Saison nach dem Aufstieg wieder abgestiegen. Das war Steyr 1999. Hartberg könnte es ähnlich gehen. Eine richtige Watschen könnte es geben, auch wenn das hier natürlich zu wenig war. Wieder Reiko Repp, der in vielen Szenen beteiligt ist. Hupf auf, liegt dann am Boden. Dann gibt es noch eine gelbe Karte hier, sogar zweimal für Sitzam und auch für Taferner. Also es ist wirklich Abstiegskampf, wie man ihn kennt. Und die Innsbrucker haben dann noch eine sehr gute Möglichkeit. Die wird aber dann von der Defensive gerettet. Und dann sehen wir noch einmal die Tiroler im Vorwärtsgang. Kerschbaum, ja, da liegen sie herum. Da werden natürlich noch wichtige Sekunden herausgeholt. Heil sieht dann auch noch die gelbe Karte. Also es ist wahrlich kein Fußball-Leckerbissen. So viel kann man schon sagen. Taferner, der junge Mann, ganz schön frech auch hier unterwegs. Aber dann ist fix, die Tiroler, die schaffen es. Sie feiern den zweiten Sieg in Folge und Hartberg ist damit neuer Tabellenletzter in der österreichischen Bundesliga. Es wird ganz spannend in den letzten Runden. Und zum ersten Mal in dieser Saison gewinnen die Innsbrucker zwei Spiele in Folge. Auch ein Wahnsinn, dass das so lange gedauert hat in dieser Saison. Aber dennoch vielleicht entscheidende Punkte in diesem beinharten Abstiegskampf. Wir reden immer über verdient oder nicht, aber ich sage es so, wie es ist. Hartberg ist verdient Letzter. Mhm. Weil wenn du plus minus 22 Standardtore gegen dich bekommst, unglaublich plus, und plus minus 15 Kopfballtore in Standards, nicht besser im Ferry. Das ist das Leichteste, was du trainieren kannst und was du auch deine Spieler impfen kannst. Und jetzt kommst, was du auch Spieler auch begreifen musst. Die sind ja nicht alle so wie ich, 1,20. Die sind ja, die haben einen gewissen Aggress und die können ja auch mit allen Mitteln die Tore vermeiden. Und das tun sie nicht. Und deswegen stehst du da als Letzter und wirst du sogar damit rechnen müssen, dass wenn es so weitergeht, dass du dann aussteigst. Weil du brauchst in dieser Phase Ritteranzüge, du brauchst Männer mit Eier und du brauchst Spieler mit Hirn. Wenn drei Sachen fehlen, wirst du auch nie drei Punkte machen. Und Zentimeter, ganz egal, für mich bist du der größte Fußballexperte, den wir haben. Frankie, ein Tor hat es gegeben nach 28, das machen wir nachher, nach 28 Minuten. Matthias Marc mit dem einzigen Treffer zugunsten der Innsbrucker, so ist es passiert. Das ist, ja, aber das weiß ich natürlich, dass das ein Standardtor war. Aber es ist unglaublich und dass natürlich der sogenannte Fitnesscoach die Haare lassen muss. Ja, lass ihn. Das ist, aber das sieht man auch. Aber das ist gut, weil das
Das brauchst du. In dieser Phase musst du Wetter machen. Du musst die Spieler alles herauskristallisieren. Ja? Ja, ja. Und das hat vielleicht der Fitnesscoach richtig gemacht, wenn er den Marc angefressen macht und sagt, Alter, wie lange spielst du jetzt schon bei uns zwischen die Bergen? Du hast noch nie einen Kopfhörer gemacht. Mach einmal einen, weil dann schneide ich mir die Haare an. Und dann, es hat dann funktioniert. Ja, aber das ist in die Phase, musst du alles mobilisieren, ja, gegen, ja, einen Abstieg. Das hört sich jetzt wie getäppert, ja, an, aber ich kenne es aus meiner Erfahrung. Alles mobilisieren und es war lustig, so eine Geschichte. Ja, wir haben die ersten drei Ergebnisse, Frankie. Das sind die gesammelten Resultate dieser Qualifikationsgruppe. Die Admira verliert zu Hause mit 3-4 gegen Rapid. Keine Tore zwischen Mattersburg und Altach, und die Innsbrucker gewinnen in diesem Abstiegs-Showdown ganz knapp mit 1-0. Wir haben, Frankie, in der letzten Woche ganz viele Zuschriften auch bekommen, wie es dann tatsächlich jetzt dann eigentlich weitergeht. Große Diskussion um Platz 7, Platz 8, Playoff und so weiter. Wir haben jetzt einmal folgende Grafik erstellt, die das ein wenig vereinfacht. So geht es dann weiter nach dem letzten Spieltag. Dienstag, 28. Mai, spielt dann der 7. gegen den 8. Der 7. hat dann Heimrecht und der Sieger aus diesem Spiel spielt dann am Donnerstag und am Sonntag in einem Hin- und Rückspiel. Ja, wer dann tatsächlich den 5. Platz in dieser Saison dann belegt. Aber Ferry, für unsere Zuseher zuliebe, ich habe es auch nicht gewusst. Ja. Weil jetzt ist wieder natürlich alles geändert durch dieses Cup-Finale. Ja? Genau. Weil Rapid, wenn der Wenitz wäre, gewonnen hätte, wäre das wieder anders gewesen. So ist jetzt der Stand. Mhm. Und die ist relativ spannend. Aber es ist trotzdem traurig, sage ich dir, dass als Nummer 8, in dem Fall Mattersburg, man trotzdem noch immer die Chance hat, um einen UEFA-Cup-Platz, ja, zu ergattern. Ich bin ganz bei dir und ich möchte diese Reform jetzt nicht irgendwie neu formieren, positionieren, wie auch immer. Aber ist es nicht schon ein wenig undankbar, und dann schließen wir es einfach ab, dass der 6. unterm Strich dann vielleicht weniger Belohnung hat als der 8.? Das meine ich. Ja. Und noch kurz zurück, vor einer Viertelstunde, Mattersburg-Altach, jetzt weiß jeder, dass es um diesen Platz geht, ja, 1600 Zuseher. Ja. Aber nicht besser. Und warum haben wir die Reform jetzt gemacht? Ja. Wir wollen nicht mehr Zuseher im Stadion. Mhm. Das ist dann Kontra. Ja. Ja. Frank, okay, wir schauen gleich aufs nächste Spiel. Dann positiv. Dann sind wir in der Meistergruppe und da fliegt Ranko Popovic nach sensationellen 100 Sekunden vom Platz und muss das restliche Spiel auf der Tribüne mitverfolgen. Was genau passiert ist, wir haben gleich die Auflösung für Sie in Ampfiff. Die große U24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Ferip Tatzek und Frankie Schinkels. Und wir freuen uns, dass Sie weiterhin den Sonntagabend mit uns teilen. Schön, dass Sie nach wie vor mit dabei sind. Alle Spiele, alle Tore aus der österreichischen Fußball-Bundesliga. Das ist der weitere Fahrplan für die heutige Anpfiff-Sendung. Die Spiele der Qualifikationsgruppe haben wir Ihnen gezeigt. Und jetzt volle Konzentration auf die Meistergruppe in Kürze. LASK gegen WRC, dann noch das Topspiel zwischen der Wiener Austria und Salzburg. Wir beginnen aber diese Tabellenhälfte mit St. Pölten gegen Sturm Graz. Ja, und für St. Pölten ist es schon sowas wie die allerletzte Chance auf diesen heiß umkämpften dritten Tabellenplatz. Ja, Frankie, das Rennen um diesen unglaublichen dritten Platz ist eröffnet. Da wollen viele Mannschaften hin. Ja, ich habe das auch heute thematisiert für morgen in meiner Kolumne in unserer Zeitung, Österreich-Zeitung. Unglaublich. Früher bei Platz 3 wärst gekündigt worden und haut über die Häuser, Trainer und völlig schöne, neues Lebensgefühl. Schöne Grüße. Ich war der fliegende Holländer geworden, aber jetzt ist Platz 3, das muss man mal kurz einnehmen, dann bist du in der Gruppenphase in der Euroleague. Stell dir vor, wir haben gerade thematisiert, du hast vielleicht Manchester United, du hast vielleicht irgendeinen Top-Verein aus Italien, ich sage mal, weiß ich nicht, Lazio Rom, da was willst du mehr? Das sind Millionen. So, deswegen, hast du schon abmoderiert, ist der Platz 3, wird auf einmal der Meistertitel. So sieht die Aufstellung der St. Pölten aus. Ranko Popovic hat sich einmal diese Mannschaft überlebt. Und Frankie, ja, keine Veränderung im Vergleich zum letzten Jahr. Nein, weil er hat es verstanden, der Popo, sage ich mal, dass er gegen die besseren Mannschaften defensiv agiert und dass er hofft auf schnelles Umschalten und Konter auf den Balic und natürlich auf den, ich sage mal, Gardler als alter Fuchs da vorne. Ja, sonst kannst du nicht viel über SGN sagen. Ambichl ist der Abwehrchef, ist nicht ein gelernter Abwehrspieler. Drescher auf der Bank,
Naja, der war doch unter Kübauer sehr, sehr gut. Mislow kann auf 6 eingesetzt werden. Aber ist wurscht, wer spielt. Defensiv müssen es gut sein. Ja, bei Roman Melich gibt es 3 Veränderungen. Schrammel, Dominguez und Husbeck rutschen neu in die Startelf, Frankie. Ja, der Melich hat noch etliche Spieler, die er noch einsetzen kann. Er hat natürlich jetzt mit dem Pink jetzt einmal einen Stürmer, der trifft, der das Vertrauen hat. Und sonst, ob ich Schrammel ist, verlängert man, glaube ich, 2 Jahre. So, von denen geht man aus, dass er gut ist. Husbeck ist immer gut. Und man spielt auswärts in einem 4-1-4-1. Ein bisschen defensiver, schnelles Umschalten und hoffen auf einen Fehler von SK. Ja, und die St. Pöltener Wölfe waren zuletzt in Heimspielen nicht immer bissig. Da hat es in den letzten 5 Heimspielen keinen Sieg gegeben. Aber vielleicht kommt es dieses Mal gegen Sturm ganz anders. Schiedsrichter Dieter Muckenhammer, der sollte beim Spiel SKN gegen Sturm Graz alle Hände und die Pfeife voll zu tun haben. Die letzten 3 Begegnungen brachten 2 Siege für die St. Pölten und ein Remis. Roman Melich trifft heute wieder einmal auf seinen ehemaligen Mitspieler Ranko Popovic. Und es geht gleich durchaus zünftig zur Sache. Schon nach wenigen Augenblicken gibt es hier die erste Attacke. Das gefällt vor allem Ranko Popovic überhaupt nicht. Hier gibt es das Foul von Luxbach an Hirländer, ist allerdings nicht so schlimm für Ranko Popovic schon. Der regt sich auf und dann muss er gehen. Ja, Ranko Popovic nach wenigen Minuten bereits auf der Tribüne. Er kann sein Team nicht mehr coachen, allerdings so groß ist das Stadion nicht. Das hört man wahrscheinlich auch bei der Tribüne. Es ist auch nicht allzu gut besucht. Dann 4. Minute, Riesenmöglichkeit für Sturm nach diesem Anpickelfehler. Pink mit der Möglichkeit und das ist die Führung für die Grazer. 4. Minute. Und Ranko Popovic sieht das Ganze von der Tribüne aus. Aber was für ein Lapsus hier von Anpickel, der den Ball hier verliert. Und Pink macht das überlegt. Riegler, der in den bisherigen 3 Saisonduell noch keinen Treffer erhalten hat, der muss hier hinter sich greifen, hat keine Chance. Das macht der Pink auch exzellent mit den Ball über den Torhüter hinweg und damit steht es 1:0 für die Elf von Roman Melich, ja, und der wirkt nicht allzu glücklich. Dann die St. Pöltner wieder über mehrere Stationen. Ljubicic, Flanke wird dann gesucht, dann der Abschluss, Luxbacher, ja, aber so kann man natürlich nicht für Gefahr sorgen. Dann gibt es hier Elfmetergefahr, ja oder nein? Nein, sagt Schiedsrichter Muckenhammer, Balic kommt hier zu Fall, kein Fall von Schrammel. Wir sehen es auch in dieser Zeitlupe. Da hat sich Balic schön fallen lassen. Alles korrekt. Ranko Popovic, ja, der ist wahrlich nicht zufrieden. Heute ja wieder mit der exakt gleichen Aufstellung, ganz nach dem Motto Never Change a Losing Team. Dann nächste Aktion im Strafraum. Also da geht es richtig rund zur Sache. René Gadler wollte einen auf Maradona machen, spielt den Ball mit der Hand. Koch, ja, kann hier überhaupt nichts machen, gibt aber so ohnehin Stürmerfoul. Eine ganz klare Entscheidung von Schiedsrichter Muckenhammer und damit wieder Sturm im Aufbauspiel. Koch mit dem schönen Zuspiel dann und dann, ja, Janscher fällt da über die eigenen Haxen, möchte hier auch einen Elfmeter, das gibt aber nie und nimmer Strafstoß, alles korrekt, alles sauber. Und dann die St. Pöltner mit diesem Konter in der 31. Minute, Balic zündet den Turbo, Chance auf den Ausgleich und dann macht Koch hier ein böses Foul, ist der letzte Mann. Taktisches Foul eigentlich und damit muss er unter die Dusche, eine klare Angelegenheit. Sowohl Koch als auch Schrammel sind zu spät dran und im 100. Bundesligaspiel heißt es für den Verteidiger vorzeitig bitte unter die Dusche. Sturm damit in numerischer Unterlegenheit. 35. Minute, die St. Pöltener werden besser und Ingolic scheitert an Jörg Siebenhandel. Dann ist Pause, ja, Jürgen Macho gibt einige Tipps, Ranko Popovic. Der hat auch schon einmal lustigere Tage gehabt und muss mit ansehen, wie sein Team hier zurückliegt. Nach der Pause gibt es einen Zusammenstoß zwischen Anpickel und Pink. Pink wird dann auch kurz behandelt, kann allerdings weitermachen. 60. Minute. Da kommt Ingolic angerauscht. Luan, der Brasilianer, und der Ball geht knapp vorbei. Riesenmöglichkeit für die St. Pöltener auf den Ausgleich. Und der Verteidiger kann den Ball nicht im Tor unterbringen, völlig frei, schießt er hier aber daneben. Noch eine Chance für die St. Pöltner,
Luxbacher weiß nach Zuspiel von Schütz, findet aber seinen Meister in Jörg Siebenhandel, der die Null hält. Und den St. Pöltenern läuft die Zeit davon. Sturm macht das geschickt in den letzten Minuten. Möglichkeit auf den zweiten Treffer, aber der wird schon abgepfiffen und wir sehen's in dieser Zeitlupe. Das war eine Fehlentscheidung, denn Janscher auf gleicher Höhe mit Ingolic, sei es drum. Ranko Popovic, der Kaugummi wird immer länger und seine Sorgenfalten auch. Roman Melich pusht dann seine Mannschaft noch einmal. Er will die Big Points und die sollten auch gelingen für seine Elf. Ein Europacup-Platz, der ist durchaus möglich. Sturm verteidigt das Geschick und dann ist das Spiel zu Ende. Die auf Platz 4 liegenden Grazer setzen sich damit um 3 Punkte von den Niederösterreichern ab und gewinnen die Partie in St. Pölten. Und Sturm macht damit wichtige Meter um diesen dritten Platz, um diesen heiß begehrten dritten Platz. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, St. Pölten mit einer richtig schlimmen Bilanz. 51. Bundesliga-Heimspiel und zum 26. Mal zu Hause verloren. Warum sind die Wölfe so harmlos im eigenen Stadion? Na, ich finde, dass von unseren Bildern, was wir gesehen haben, die haben ein paar gute Chancen gehabt. Mhm. So, sie war ja nicht so, dass die Sturm viel besser war. Sturm war ein bisschen nervös und hat sie über die Defensive in das Spiel gespielt. Ich finde aber auch den Muckenhammer, der Schiedsrichter, der muss ja auch langsamer wissen, dass nach 100 Sekunden ein Trainer, der gewinnen muss, um noch einmal diesen Platz 3 ein bisschen anzupfeilen, der steht ein bisschen unter Druck. Und der muss mich schimpfen, Ferry, der muss mich richtig schimpfen, dass ich mich auf der Tribüne schicke. Aber wenn ich mit ihm in einer Diskussion bin, nach 100 Sekunden, nicht besser. Das ist einmal das Erste. Aber du hast recht, die SGN St. Pölten hat keine gute Bilanz zu Hause. Ganz einfach. Warum? Weil so wie Sturm macht es gescheit. Melich hat eine richtige Taktik gewählt. Die lassen so eine Mannschaft, die das Spiel nicht machen kann, St. Pölten, lassen uns spielen und wir warten ab. Und die können das nicht. Und darum macht dann auch ein Spieler wie Ambichel, der von hinten spielen will, aus Defensiv, macht dann einen Fehler und Pink setzt ihn unter Druck und schaltet dann um und macht dann ein super Tor. Dann genügt ihr ein 1-0-Sieg. Es ist eine Taktik, die aufgegangen ist, was der Melich vorgegeben hat. Ja, diesen Treffer, den du angesprochen hast, den schauen wir uns gleich an mit Ihnen. Nach 4 Minuten ist das Ganze passiert. Markus Pink, der Torschütze, und da war Ranko Popovic gar nicht mehr auf der Trainerbank, sondern schon auf der Tribüne. Aber er hat das Tor ja gesehen, da hast du Angst. Aber der Ambichel Michi hätte links, rechts spielen können, aber macht es eigentlich eh nicht schlecht. Schau, er will einfach den Ball bei Pink vorbeispielen, dann hat er Überzahl hinten, kann er passen. Und Pink, muss ich dir ganz ehrlich sagen, macht das hervorragend, weil der Riegler ist einer der besten Torleute bei 1-1. Ja, macht er richtig klasse. Und dann die rote Karte von Fabian Koch. Ja, das ist genau die Aktion. Balic, seit Wochen bester Mann bei SKN, rennt die alle davon, ist ein Top-Stürmer, spielt auch in die U21 Nationalmannschaft. Und ich muss dir ehrlich sagen, das wäre genau die Aktion, die SKN braucht. Mhm. Warten, selber defensiv und schnell auf Konter. Spiel machen können die nicht, aber die müssen alle in die Kirche gehen. Ich erwarte mir morgen die gesamte Mannschaft in der Kirche, am Domplatz in St. Pölten, zündet den Kerzel an, weil da ist nicht mehr drinnen. Die spielen nicht gegen einen Abstieg, wie Innsbruck, wie Admira, wie Hartberg. So, alles gut, es geht in St. Pölten. Sie sind auf diesem 6. Platz, der aber auch so seine Vor- und Nachteile hat. Wir haben es in dieser Sendung schon ganz kurz thematisiert. Was hat Sturm dann gut gemacht, dass sie es in der Unterzahl trotzdem über die Zeit gebracht haben? Roman Melich, taktisch. Muss man ein Kompliment machen. Hört sich alles so leicht an, 1-0 gewinnen. Aber du musst einmal 1-0 gewinnen, weil du stehst unter Druck. Weil du kennst eh, ganz Graz träumt von Euroleague. Ja. Ich muss dir ehrlich sagen, würde mir gut gefallen, wenn Sturm Graz in dieser Euroleague-Gruppenphase gleich dabei ist. Weil dann haben sie vielleicht mit einer oder anderen Neuwerbung eine gute Mannschaft, in der sie uns gut präsentieren können. Ja. Aber it's a long way. It's noch ein langer Weg. Und Frankie, wir träumen noch von spannenden Spielen und die sind in der heutigen Ampfiff-Sendung für Sie noch garantiert und mit dabei. Oliver Klasner steht in Kürze für Sie im Fokus. LASK gegen den WAC gleich für Sie am Programm. Also bleiben Sie bei uns. Die große U24-TV-Bundesliga-Show. Ampfiff, präsentiert von Ferip Tatzek und Frankie Schinkels.
Und wir freuen uns, dass Sie weiterhin mit dabei sind. Alle Spiele, alle Tore aus der österreichischen Fußball-Bundesliga. Das ist der weitere Fahrplan. 4 Spiele haben wir Ihnen bereits präsentiert. Wir haben in Kürze noch das Topspiel dieser Runde. Die Wiener Austria empfängt die Salzburger, die sich möglicherweise jetzt schon zum Meister krönen. Und davor haben wir noch LASK gegen den WRC. Ja, und die Linzer, die jagen nach wie vor die Vizemeisterschaft. Und davor sprechen wir aber noch einen Satz über den WRC. Nach 28 Runden stehen die auf dem 3. Platz, lassen die Austria hinter sich, Rapid hinter sich, ja, Sturm. Wie beeindruckend ist das? Gut, beeindruckend, weil sie auch überhaupt vor der Winterpause spielerisch sehr überzeugt haben. Mhm. Die haben sich gut verstärkt dann noch mit dem Friesenbichler von der Wiener Austria. Das war doch ein überraschender Transfer für mich. Lindl ist nicht einmal so richtig noch gut drauf, mhm, aber sie spielen in der Kompaktheit gut. Jetzt hat man die Gerüchte, Ilse vielleicht, mhm, zu LASK, ist auch ein bisschen Brisanz heute drinnen. Aber ja, das wäre natürlich die große Sensation, wenn WRC für Sturm oder vor Austria Wien den 3. Platz sichern könnte. Muss ich sagen, das ist dann ein großer Respekt. Ja, und das ist schon richtig erwähnt. 2 Trainer, die heute natürlich ganz klar im Mittelpunkt dieses Spiels stehen. Das hat sich Oliver Glasner an Aufstellungsformation überlegt. Klaus, ja, ganz vorne mit dabei. Unser David hat vorher gesagt, never change a losing team über St. Pölten. Ich sage jetzt, never change a good team und a winning team. Ja. Und letzte Woche hat man gewonnen gegen Sturm Graz auswärts mit 3-2. Und der braucht nicht viel ändern, weil die Spieler sind alle fit. Und ich wundere mich jede Woche, und ich werde das noch 2-3 Wochen machen, dass der immer wieder die fitten Spieler die gleiche Mannschaft aufstellen kann. Mhm. Ich wünsche mir von Wolfsburg, dass es auch so weitergeht nächste Saison in Deutschland, weil dann ist er sicher der Einzige in der deutschen Bundesliga, der jede Woche die gleiche Mannschaft präsentieren kann. Und auch ein tolles Merkmal, was natürlich auch sehr, sehr viel über die Arbeit der Linzer aussagt. Ja, die Arbeit, für mich ist LASK nach einem erwarteten Meister, wenn wir noch gleich schauen, ob die dann wirklich dann auch schon Meister werden, aber ich sage, die haben die größte Chance dazu, logisch, aber LASK ist für mich doch die Überraschungsmannschaft diese Saison bis jetzt. Ja. Und wenn sie heute gewinnen, sind sie einmal Vizemeister, hast du gesagt, und das wäre doch ein riesen Erfolg. Mhm. Frankie, so will der WRC, aber jetzt einmal dagegenhalten, und da sehen wir eine kleine Veränderung. Sprangler ersetzt den gesperrten Leitgeb. Ja, das tut weh, weil Leitgeb ist ein sehr, sehr guter Mittelfeldspieler, der den Ritschmeier, Lindl und Venicznik super ergänzt. Aber die wollen unbedingt diesen Platz 3, deswegen ja, sollten sie fast in Linz, oder besser gesagt in Pasching, sollten sie gegen LASK Linz punkten. Wird schwer, weil LASK natürlich auch ihr Trainer einen Gefallen tun will und natürlich auch die Vizemeistertitel sichern. Oder vielleicht geht noch was mehr, vielleicht. Aber wird sicher eine geile Partie, weil beide Mannschaften spielerisch sehr gut sind. Spannende Vorzeichen für eine tolle Partie, das sind für Sie die Highlights aus Pasching. Der LASK, der will den 2. Platz absichern, doch wenn der WRC überrascht, dann kann es noch einmal eng werden um den Champions League Quali-Platz. Das wissen auch die beiden Trainer Glasner und Ilzer. Tolles Fußballwetter in Oberösterreich, und wir gehen auch gleich hinein in die Partie. Die erste Möglichkeit gibt es durch Thomas Geuginger. Einer hat etwas dagegen, und zwar Torhüter Kofler, der mit dem Fuß zur Stelle ist. Kein Elfmeter, alles sauber, alles fair. Er verhindert hier Schlimmeres, und damit bleibt es beim 0:0. Die Oberösterreicher, vor allem in der Anfangsphase, sehr, sehr spritzig. Immer wieder wird Klaus gesucht, der heute anstelle von Joao Victor spielt. TT jagt das Spielgerät über das Tor. Manchmal will man allerdings ein bisschen zu viel, und dann gibt es Ballverluste. Die Kärntner über Keuter und über Kevin Friesenbichler. Riesenmöglichkeit, aber Schlager verhindert Schlimmeres. Kevin allein, nicht in New York, sondern in Pasching im Strafraum, kann allerdings kein Kapital daraus schlagen. 23. Minute, Corner durch Michael. TT ist da, und es heißt 1:0 für den LASK. Sein 2. Saisontreffer und der insgesamt 12. Treffer für die Oberösterreicher nach einem Eckball. Da sind sie enorm gefährlich. Und das sollte auch Sprangler wissen, der seinen Gegenspieler aber Mutterseelen allein lässt.
Und der Stürmer, der 22-jährige Legionär, der sagt Dankeschön, Kofler ist ohne jede Abwehrchance. Und Oliver Glasner, der ballt noch einmal so richtig die Faust auf seiner großen Abschiedstour. Ja, dieser Treffer, der sorgt bei einigen Wölfen für Kopfzerbrechen und für Kopfweh. Lindl und Co. versuchen es dann aber noch einmal, um heranzukommen. Immer wieder wird der schnelle Keuter gesucht, der auch in dieser Aktion abzieht. Allerdings geht das Spielgerät hier auch über das Tor. Michael Lindl, der Mann der ruhenden Bälle, schon in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten. Keuter wird gesucht, aber viel zu selten gefunden. Und mit diesem Ergebnis geht es dann auch in die Halbzeitpause. Hängende Köpfe, ja, haben sie eigentlich nicht, die Oberösterreicher. James Holland und Co. haben diese Partie ganz klar beherrscht. Auch in den zweiten 45 Minuten sind es die Oberösterreicher. Michael Ullmann mit der Flanke und der Ball ist im Tor. Was für ein Treffer! Michael Novak mit einem bitteren Eigentor zum 2:0 für den LASK. Die Schulter war's. Ein Schulterscherzerl und der geht ins eigene Tor vorbei am verdutzten und chancenlosen Kofler. Und besser kann man gar nicht treffen. Den Oberösterreichern wird's egal sein. Ja, Pech für Novak, Glück für die Oberösterreicher. Das braucht man auch natürlich, wenn man in einer Saison tollen Fußball zeigt. Dann die nächste Möglichkeit für die Kärntner. Riesenchance, der muss ja reingehen. Und da bringt Geuginger das Kunststück zu Wege, den Ball nur ans Aluminium zu setzen. Zuspiel von Klaus, sehr uneigennützig und das Tor ist 7 Meter breit, aber er hat lieber die Stange offenbar in dieser Aktion. Dann akrobatisch schön, doch Jean Klaus spielt nicht in der Seleção, sondern in der österreichischen Bundesliga. Wieder der LASK, die wittern den nächsten Treffer. Geuginger macht es auch auf Brasilianisch und scheitert am Torhüter. Oliver Glasner, der spendet Applaus, denn das war richtig fein gemacht von Thomas Geuginger. Da klopft er wieder mal an, beim Teamchef vielleicht ihn doch einmal spielen zu lassen. Dann gibt es Freistoß, doch Holland hat bereits gelb gesehen und da muss der Legionär des LASK vorzeitig unter die Dusche. Es gibt hier die gelb-rote Karte, eine ganz klare Angelegenheit. Ritzmeier wird hier gelbwürdig gelegt und gelb sind bekanntlich rot. Dann gibt es eine Möglichkeit nochmals für die Wölfe, Lindl auf Ritzmeier, der bringt das Fußspitzel noch einmal an. Schlager hat allerdings gegen einen Gegentreffer etwas. Und der LASK dann in dieser Aktion, der eingewechselte Pokertetz, der wird hier schön zu Fall gebracht. Rnitsch möchte es gar nicht glauben. Und jetzt ist auch der WAC bald nur mehr zu zehnt, denn da gibt es die gelb-rote Karte für Rnitsch. Madpock. Pogatetz hat diesen Elfmeter rausgeholt. Ganz geschickt gemacht vom Routinier, der seinen Vertrag auch verlängert hat bei den Oberösterreichern. Ringeinlage und Rnitsch muss damit auch vorzeitig unter die Dusche. Ullmann mit dem Versuch und Tor! Panenka-Style! Aber klasse gemacht von Ullmann. Routiniert, abgebrüht. Wenn es gut geht, dann sind alle aus dem Häuschen. Da sieht man, der Junge, der spielt mit sehr viel Selbstvertrauen. So einen Elfmeter kannst du nur schießen, wenn du alle Selbstvertrauen dieser Erde hast. Und der LASK, der ist damit drauf und dran, auch noch einen vierten Treffer zu erzielen. Florian Jannik, der Eingewechselte, jubelt auch noch. Allerdings stand er hier wohl knapp im Abseits oder auch nicht. Schwierig zu sehen, meiner Meinung nach. Knapp kein Abseits, sei es drum. Es bleibt beim 3:0 für die Oberösterreicher, die schon bald ja, die Champions League-Fanfare hören wollen. Der LASK setzt sich im Duell um Platz 2 klar durch. Souveräner Erfolg, also damit mit 3:0 und herzlichen Glückwunsch zum Vizemeistertitel. Großes Kompliment nach Linz, nach Pasching, weil eine super Saison. Hm. Und es ist nicht natürlich überraschend eigentlich, dass der Oliver Glasner sich selber ins Rampenlicht gearbeitet hat. Der geht nach Wolfsburg und ich weiß es sicher, dass der gute Arbeit liefern wird, ja. Genauso wie der Peter Stöger gearbeitet hat oder Hasenhüttl oder Adi Hütter. Traue ihm sofort diesen Job zu. Frankie, einiges passiert in diesem Spiel nach 23 Minuten. Gibt es einmal die erste ganz wichtige Szene. Samuel Tete bringt den LASK mit 1:0 in Führung. Ja,
Der David hat es schon richtig gesagt. Da ist der Sprangler natürlich ein bisschen zu unerfahren, ein bisschen zu unroutiniert, weil der TT ist nicht unbedingt dieser Spieler, der so stark in der Luft ist. Aber wenn der springt und du bist selber am Boden, dann machst du irgendwas falsch. Ja. Ja. Nach 49 Minuten dann, ja, Michael Novak mit dem Eigentor. Ja, erstens war einmal von Michael vorher diese Standard super gespielt. Mhm. Jetzt kommt wieder von Ullmann eine Flanke, das können die Linzer, weil der Ullmann ist eigentlich linker Verteidiger, aber ist immer ganz vorne und hat einen guten linken Fuß. Und ja, das ist für Novak ein bisschen schwer, den Ball anzunehmen. Ja, nach 65 Minuten schwächen sich dann die Linzer durch diesen Ausschluss von James Holland. Ja, ich habe nicht besser, aber ich habe schon andere Fouls gesehen. Mhm. Da ist das irgendeiner, das ist dieser Kindergeburtstag. Mhm, 85. und 88. Minute dann Gelb und Gelb-Rot für Nemanja Rinic. Ja. Also dann beide Teams wieder mit derselben Anzahl an Spielern auf dem Feld, auch wenn es nicht mehr lange geht. Ja, und dann der darauffolgende Elfer. Kein Gefühl, muss ich leider sagen. Die Schiedsrichter haben mittlerweile zu wenig Gefühl, dass man das ist. Das Geuging ist natürlich hervorragend. Oder? Ja, nach diesem Ausschluss von Rinic dann auch noch ein Panenka-ähnlicher Elfer von Ullmann. Ja, ganz frech und ich würde einmal sagen, der Lauser. Aber in den 90. Minuten, wenn du weißt, wir haben eh schon gewonnen, dann kann man so richtig einmal diese probieren. Aber toll. Ja, ich muss sagen, da gehört die Technik dazu. Und der Ullmann ist für mich jetzt schon der ideale Nachfolger von Ulmer bei Red Bull Salzburg. Mhm. Super Spieler, einen eigenen Gewachs und spielt dann die U21-Nationalmannschaft. Hat eine große Zukunft vor sich. Also richtig schön, ja. Und die Abschiedstour von Oliver Glasner geht also erfolgreich weiter. Ja. Frankie, wir lockern noch einmal mit unseren Zusehern die Wadeln durch und sind dann gleich wieder bei Ihnen mit unserem großen Topspiel in dieser Runde. Die Salzburger haben am Mittwoch den Cup gewonnen und haben jetzt schon vorzeitig die Chance aufs große Double. Alle Highlights aus diesem Spiel in Kürze für Sie. Bis gleich. Die große U24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Ferip Tatzek und Frankie Schinkels. Und wir haben die 29. Runde in der österreichischen Fußball-Bundesliga für Sie auf dem Programm. Wir freuen uns, dass Sie weiterhin mit dabei sind bei Anpfiff. Das haben wir Ihnen schon alles gezeigt. Es fehlt uns jetzt nur noch das ganz große Topspiel in dieser Runde. Die Wiener Austria empfängt die Salzburger. Ja, und für die Bullen ist es zum zweiten Mal der ganz große Titelmatchball. Frankie, wie kann die Wiener Austria heute noch zum Partycrasher werden, bevor es ja, bei den Salzburgern dann die ganz große Party gibt? Ich glaube, dass die Austria alle Voraussetzungen hat, spielen zu Hause, haben jetzt gegen St. Pölten ein Last-Minute-Tor, 11 Meter, gewonnen. Salzburg Partylaune schon gehabt unter der Woche, gegen Rapid Cup gewonnen, du hast das eh schon anmoderiert. Eigentlich alles hergerichtet für ein Party-Crash, sagt man. Ne? Aber sie müssen natürlich alles den Salzburger abverlangen und sie müssen das Spiel nicht machen, weil das macht eh Salzburg, egal, daheim oder auswärts. Deswegen, ich glaube, man kann gewinnen. Das ist die Aufstellung der Veilchen. Zwei neue Kräfte sind mit dabei, Prokop und Sachs. Verstärken die Wiener Austria? Ja, ich finde den Prokop ist für mich ein sehr, sehr guter Spieler, der kreativ ist, der unbekümmert spielt, der eigengewachsen ist. Und Sachs war letztes Mal verletzt, ist jetzt wieder dabei. Ja, sonst der Matic fällt ein bisschen aus. Der war ja bei Sturm in die erste Periode in Österreich viel, viel besser. Ist bei uns in Österreich noch nicht so richtig bei der Wiener Austria angekommen. Sonst sollte man gut stehen. Und man soll natürlich, wie ich vorher schon gesagt habe, die Salzburger aber wirklich alles abverlangen. Ja, Marco Rose wirft bei den Salzburgern einmal mehr wieder die Rotationsmaschine an. Frankie, gleich 8 Veränderungen. Sind da einige noch müde vom Feiern vom Mittwoch? Es kann sein, dass hier Sigmars, Dabur, Wolf, Gulbransen, Walke
Die hätte ich schon gerne in unserer OE24-Mannschaft. Dann würden wieder viele Spieler gewinnen. Aber ja, das kann er, weil er hat so eine geile, richtige, gute Karte, dass er das machen kann. Und das tut er. Und deswegen ist er so beliebt und sind alle Spieler bereit, für ihn noch einmal richtig durchs Feuer zu gehen. Ja, die Bullen stehen also unmittelbar vor dem nächsten Double. Ob es jetzt schon geklappt hat gegen die Wiener Austria, hier kommt die Auflösung. Vergangenen Mittwoch den Cup geholt, heute könnte man die Meisterschaft fixieren. Marco Rose will auf seiner Abschiedstour noch einmal alles abräumen und sie sollen es richten. Szoboszlai und Co. versuchen schon heute den 6. Titel in Serie zu gewinnen. Die erste Aktion gehört aber den Gastgebern. Sachs kommt in den 16er und scheitert an Stankovic. 10. Minute, die Austria startet aktiv in diese Partie bei schlechtem Wetter hier in Wien. Nächste Situation, wieder die Austria. Und da versucht's Mondschein aus spitzem Winkel. Mondschein schließt mit seinem schwächeren linken Fuß ab. Die Salzburger wirken in den ersten Minuten der Partie verschlafen. 45. Minute, kurz vor der Pause, ist noch einmal Prokop dran mit einem Schuss aus gut 20 Metern. Die Austria spielt bis hierhin alleine und hat gegen den Serienmeister aus Salzburg auch mehr Chancen. Ecke von Grünwald. Der Ball kommt über Umwege zu Klein und der holt eine weitere Ecke heraus. Und jetzt gibt es ein wenig Aufregung. Schiedsrichter Hakam lässt nicht mehr weiterspielen und pfeift die erste Halbzeit ab. Die Wiener Austria hat eine gute erste Halbzeit gezeigt. Die Salzburger hatten kaum nennenswerte Chancen. Rein in die zweite Halbzeit. Brevljak dringt in den Strafraum ein, versucht abzuschließen. Und dann kann Lucic den Ball nicht mehr festhalten und der Ball landet im Tor. Schiedsrichter Hakam entscheidet aber sofort auf Abseits. Der vermeintliche Führungstreffer der Bullen zählt also nicht. Marco Rose wird seine Mannschaft in der Halbzeit aufgeweckt haben. Eine deutlich bessere Leistung muss in Halbzeit 2 her. In der Zeitlupe nochmals zu sehen. Klares Abseits des jungen Stürmers aus Bosnien. Die Salzburger sind nun besser im Spiel. Patson Dacker wird auf Reisen geschickt. Und der Youth League-Sieger versucht's. Aber der Abschluss direkt auf Torhüter Lucic. Red Bull Salzburg kommt dem Führungstreffer langsam aber sicher näher, bis zur 71. Minute. Grünwald mit der Ecke, Zizan Stankovic klärt per Faust und dann ist es Dominik Prokop, 1:0 für die Wiener Austria. 71 Minuten sind gespielt, die Aktion scheint geklärt zu sein und dann haut er diesen Traumschuss raus. Dominik Prokop lässt Stankovic überhaupt keine Chance. Zieht Wolle ab und bringt 20 Minuten vor Spielende die Wiener Austria in Führung. Der Führungstreffer ist eindeutig aus der Kategorie Traumtor. Für den 21-Jährigen ist es erst das erste Saisontor und womöglich ein ganz ein wichtiges. Die Austria ist am unteren Ende der Meistergruppe und benötigt einen Heimsieg gegen die Bullen. Und die Veilchen haben sich warm geschossen. Nur noch 10 Minuten auf der Uhr und dann ist es Grünwald mit dem gefährlichen Distanzschuss. Das wäre fast die Entscheidung gewesen. Der Kapitän der Wiener erzielt fast das nächste Traumtor. Aber die Salzburger geben sich noch nicht geschlagen. Der Buhr auf Schlager. Super Drehung. Abschluss. 1:1. Xaver Schlager mit dem Ausgleich in der 81. Minute. Das ging schnell. Zu schnell. Die Austrianer schauen nur zu. Xaver Schlager mit der guten Annahme in die Bewegung und Lucic ohne Chance. Der Schuss wird noch abgefälscht und somit bleibt für Lucic keine Abwehrmöglichkeit mehr. Die Salzburger kommen dem zweiten Titelgewinn in einer Woche plötzlich viel näher. Nachdem die Austria in den letzten Minuten gut gespielt hat, erzielen die Salzburger postwendend den Ausgleichstreffer. Mit knapp 9 Minuten noch auf der Uhr ist die Partie an Spannung nicht zu überbieten. 5 Minuten später, Wolf in gefährliche Position und dann heißt es Doppelschlag, 2:1 für die Salzburger. Binnen 5 Minuten drehen die Bullen die Partie und haben schon fast beide Hände an der Meisterschale. Hannes Wolf ist es. Er erzielt per Schuss ins lange Eck den Führungstreffer. Er hat viel zu viel Platz, zieht ab und dann ist wieder Lucic der Pechvogel. Er hat überhaupt keine Chance, den abgefälschten Ball zu halten. Ich glaube, es war Madl, der den Ball unhaltbar ins lange Eck abgefälscht hat. Stand jetzt sind die Salzburger Meister und das zum 6. Mal in Folge. Und auch Gulbrandsen weiß, der Titel ist nah. Und die Salzburger wollen mehr. Gulbrandsen am 16er mit dem Abschluss. Und im Nachschuss versucht es nochmal Dabur, aber beide bringen den Ball nicht im Tor unter. Für Dabur heißt es am Ende der Saison ebenfalls Abschied nehmen. Er wird ab Sommer beim FC Sevilla spielen. Und nach einem Foul an Wolf war es das dann auch. Schluss, aus, Ende.
Salzburg ist wieder Meister und das mit einer Superleistung in den letzten 10 Minuten. Trainer Marco Rose schafft somit das Double und bringt den Roten Bullen in seiner letzten Saison den Cup und die Meisterschale nach Salzburg. Und 4 Tage nach dem Triumph im Cup, ja, muss man sagen, ist die Krönung zur Meisterschaft der Bullen auch noch da. Unglaublich. Hat noch irgendwer dran zweifelt? Nein, nicht. Aber trotzdem, du musst es einmal fertig spielen. Ja? Du musst einmal trotzdem in dieser Woche den Cup, und du sagst es eh, Ferri, vorher, der hat 7-8 rotiert. Ich meine, der hat so viel Vertrauen. Und die Austria, muss ich sagen, hat da alles probiert. Aber da hat man doch die Qualität gesehen. Über die ganze Gesamtsaison, ich weiß nicht, wie viel Punkte Unterschied überhaupt. Red Bull gegenüber Rapid, gegenüber Austria Wien. Das sind doch die zwei, die die ganze Fußballgeschichte geschrieben haben. Ja. Das ist so groß. Gratulation, top. Und ich wünsche Marco Rose, genauso wie Glasner, in der Deutschen Bundesliga alles Gute, weil wenn der so ein sympathischer Kerl, so, der kommt so gut rüber und ist ein guter Trainer. Frankie, und die Glückwünsche reichen wir gleich weiter. Marco Rose, der Erfolgstrainer, für Sie im Interview. Es ist am angenehmsten am Ende einer Saison, zur Meisterfeier abzukommandieren. Was sind so deine Vorgaben an die Mannschaft? Du bist jetzt noch sehr ruhig, sehr gesettelt. Wie wird das jetzt auch schon so die nächsten Stunden? Ja, ich habe so in meinem Leben gelernt, dass meistens spontane Feiern die schönsten Feiern werden. Ich denke, dass wir uns was einfallen lassen. Wir fahren jetzt ein paar Stunden nach Hause. Dann kommen wir zu Hause an. Ich weiß nicht, wie in Salzburg so die Situation mit offenen Läden um späte Uhrzeiten ist. Aber ich gehe davon aus, dass der ein oder andere Spieler gute Kontakte in die Unterwelt von Salzburg hat. Und wir dann möglicherweise... Ja, heute noch ein bisschen zusammensitzen und natürlich darf man den Moment dann auch wirklich genießen und feiern. Sie haben jetzt die Kontakte in die Unterwelt angesprochen. Was wird denn das Getränk der Wahl sein? Red Bull oder Bier? Wodka Red Bull? Ja, also ich habe einige Getränke auf Lager. Also es ist nicht so, dass ich jetzt mich auf eins festlege. Aber heute darf es dann, glaube ich, bei mir schon, ich trinke gerne auch Gin Tonic, ja, zum Beispiel. Aber ich befürchte, im Bus gibt es keine Gin Tonic Bar, weil ich dann auch gerne immer wieder unterschiedliche Sorten trinke. Muss mir wahrscheinlich an der Tankstelle so ein Sixpack Büchsen holen. Ja, eine Pressekonferenz mit hohem Unterhaltungswert. Ja. Wir lernen, was Marco Rose ganz gerne trinkt, dass es keine Gin Tonic Bar im Bus gibt, der jetzt gerade irgendwo auf der Autobahn Richtung Salzburg unterwegs ist. Und er ist schon sehr lang Trainer in Salzburg und kennt die Unterwelt nicht. Ja, wir kennen die Unterwelt. Wenn man Eddie Finger Junior kennt, kennt man die Unterwelt. Ja, wir kennen, wie es unter diesem Tisch ausschaut, aber er hat gute Kontakte in die Unterwelt. Ja. Vielleicht meint er das Partyleben in Salzburg, das sie heute möglicherweise noch unsicher machen. Das sind die Highlights aus diesem Spiel. 3 Tore hat es gegeben und auch da muss man wieder sagen, auch wenn zuerst dieser tolle Treffer von Prokop dabei ist, auch in diesem Spiel kämpfen sich die Salzburger noch einmal zurück. Ja, aber kleiner Prokop, diese Aktion zeigt uns zu wenig, mein lieber Junge. Die musst du öfters zeigen, weil der hat die Qualität, der ist wieder mug, der ist wieder scharf, weißt, aber er zeigt es ein bisschen zu wenig. Wobei, da habe ich schon schlechtere Tore gesehen. Toller Treffer nach 71 Minuten. 10 Minuten darauf dann Xaver Schlager mit dem Ausgleich. Das ist genau das Problem von der Wiener Austria, in dem Fall von Igor. Die waren über der Saison, es war ein bisschen ein Glück, weil er opfert ist, aber nicht konsequent genug in der Defensive. Und da verlierst du oft. Ja, und dann unmittelbar vor dem Ende Hannes Wolf mit dem Meisterschuss. Ja, aber Ferri, Dabur einwechseln, Gulbrandsen einwechseln, Wolf einwechseln. Ja, da musst du irgendwie nicht besser sein, Freunde aus Salzburg, aber da musst du Meister werden. Tolle Leistung. Und es sagt auch noch einmal wahnsinnig viel. Natürlich die Qualität, gar keine Frage, aber auch viel über die Moral aus, dass sie sich trotz des Rückstands in diesem Spiel noch einmal so zurückkämpfen. Sie hätten ja auch am nächsten Spieltag dann im eigenen Haus die Krönung absolvieren können. Ja, aber das spricht für die Mentalität, für diese, darum freut mich so für den Didi Mateschitz. Das ist selber, der ist jetzt aber auch von nichts
sehr groß geworden und mit viel Kampf und Krampf. Und so spielen die auch. Ja? Oder auch die Formel 1, die sind alle ausgerichtet zum Siegen. Und da gibt es nichts herschenken. Ja, herschenken tut man was eh was. Ein Red Bull-Dose einmal. Aber die Siege werden nicht hergeschenkt. Und das imponiert mich. Und diese Einstellung lebt diese Red Bull-Philosophie. Und deswegen noch einmal Kompliment. Und nächste Saison wird es sein. Die fahren wieder das Einzelprogramm. Die wollen wieder Meister werden und wollen wieder den Double holen. Ne? Ja, Hut ab und Glückwunsch zum Double an die Salzburger. Wir sind in Kürze wieder bei Ihnen. Dann ziehen wir noch einmal die große Bilanz. Es ist viel passiert und damit geht es in Kürze spannend bei uns weiter. Bis gleich. Die große U24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Ferip Tatzek und Frankie Schinkels. Die 29. Runde in der österreichischen Fußball-Bundesliga ist absolviert. Das sind die gesammelten Ergebnisse dieses Spieltags. Ja, und Frankie, Glückwunsch an die Salzburger erneut zum Meister. Glückwunsch an die Salzburger erneut zum Double. Ja, und LASK zu der gesicherten Vizemeister. Genau. Interessant wird natürlich noch Platz 3 in der oberen Gruppe und natürlich ja, den Abstiegsplatz in der unteren. Genau, das sind die aktuellen Tabellen, die sich nach diesen Spielen ergeben. Das ist die Meistergruppe. Ja. Die Salzburger sind Meister, der LASK Vizemeister und das ist dann die Qualifikationsgruppe. Rapid auch schon so gut wie sicher Siebter. Dahinter könnte es eventuell noch spannend werden, wenn die Altacher noch aufschließen. Ja, und dann die Admira, die Innsbrucker und die Hartberger liefern sich einen Dreikampf, der es noch in sich hat in diesen letzten Runden. Sehr spannend, aber sehr nervenaufreißend für die jeweilige Mannschaft. Wir sind bei uns am Fehlpfiff in dieser Runde. Und der ist in St. Pölten passiert. Ranko Popovic fliegt nach 100 Sekunden von der Trainerbank. Weißt du, was ich jetzt sage als Mukamer? Hey, Popo, du nichts versteh, aber du setzen wieder auf Betreuerbank, sonst Tribüne. Setzen, bitte setzen. So, na, was macht er? Der schickt nach 100 Sekunden gleich auf die Tribüne. Das ist ja ein Wahnsinn. Da mache ich als holländischer Gastarbeiter, hätte ich mit dem Wissen. Hier sage ich, Popo, du sitzen, nur du nicht versteh, sitzen. Und dann ist die Gas gegessen. Verstehst du? Aber nach 100 Sekunden kann ich doch nicht einen Bundesliga-Trainer auf die Tribüne schicken. Herr Muggenhammer, bitte Deutschkurs gehen noch einmal. Oder kroatischer Kurs, weiß nicht, was der Popo ist. Und nach diesem Fehlpfiff der Runde zum sehenswerten Teil und zwar zu unserem Tor der Runde. Und dass er dieses Mal die Wiener Austria erzielt, Dominik Prokop ist der Torschütze, sehenswerter Treffer, die Führung im Spiel gegen die Salzburger. Toll. Und lieber Freund Prokop, diese Tore musst du machen, wenn der Peter Stöger kommt zu der Wiener Austria, was wir so gelesen haben, Ferri. Weil das war der ideale Mann für die Wiener Austria, da muss der Prokop mehr solche Tore schießen, weil der Stöger liebt solche Tore. Ampfiff. @oe24.at, jederzeit mitschreiben in unserer Sendung. Ja. Peter Stöger, kommt er tatsächlich? Muss. Zu Wiener Austria? Das ist ein Muss. Der Kretschmer muss den Peter Stöger holen, um sich selber auch ein bisschen aus den Wind zu bringen, weil nur der Peter Stöger mit ein, zwei Trainer kann diese Mannschaft wieder im Vordergrund bringen. Die Fans brauchen ihn, wir in Österreich brauchen ihn, er ist ein Top-Mann und hat die Wiener Austria schon einmal, habe ich mitmachen dürfen als Trainer und selber auch einmal als Trainer hat er die Wiener Austria zum Meister gemacht. Das wäre der logische Mann für die Wiener Austria. Ampfiff@oe24.at, schreiben Sie gerne mit. Wie denken Sie über Peter Stöger? Ist er tatsächlich der richtige Mann in dieser Situation bei der Wiener Austria? Die Vorschau für die kommende Runde, so sieht der 30. Spieltag aus. Geht am Samstag wieder los mit der Qualifikationsgruppe. Altach gegen die Admira, dann Hartberg gegen Mattersburg und Rapid gegen Innsbruck. Viel Spannung mit dabei. Und am Sonntag dann einmal mehr die Meistergruppe mit Sturm gegen die Wiener Austria, WAC St. Pölten und dann das große Topspiel dieser Runde, auch wenn schon viel entschieden ist. Salzburg empfängt den LASK.
Ja, aber letzte Chance für mich, für die Wiener Austria, auswärts in Graz. Die müssen gewinnen, um den leichten Anschluss auf Platz 3 noch zu haben. Aber geile Runde wieder, auch bei die untere, Innsbruck, bei Rapid, wird sicher nicht leicht. Na, wird eine super Runde. Und ich freue mich, wir sind nächsten Sonntag wieder da. Genau, und ganz spannend natürlich auch dieser Kampf um den tatsächlichen 5. Platz. Wir haben das ja mal grafisch für Sie ein wenig aufgearbeitet, aber wir werden Sie in den nächsten Wochen dann noch ausführlich mit Ihnen besprechen. Also am 28. dann Platz 7 gegen Platz 8 und dann in einem Hin- und Rückspiel geht es dann tatsächlich um die Entscheidung, wer dann letztendlich Fünfter wird und dann von Europa träumen darf. Aber unsere Zuseher brauchen keine Angst haben, kein Kopfweh bitte, weil wir wissen eh alles. Ja. Seit heute. Alles erklärt. Und alles wir besprechen es in den nächsten Sendungen auch noch. So, und bevor Sie träumen gehen, hat Frankie noch seinen großen Auftritt. Frankie hat einmal mehr Spaß gemacht. Du schaust noch rüber in das große Tipico-Matchstudio. Kiwi erwartet schon auf dich in jeder Runde. Stellt der Tipico 100 Euro zur Verfügung, die dann unser Fußballexperte auch noch mit einer Dreierkombi vervielfachen kann. Und am Ende geht dann der gesamte Betrag der Sparte Behindertenfußball des österreichischen Behindertensportverbandes zugute. Ja, danke, Ferry. Auch in der nächsten Runde erwarten uns wieder viele spannende Begegnungen. Das Topspiel der Runde, das heißt Red Bull Salzburg gegen LASK Linz. Und hier sind die Fakten zu diesem Spiel. Ja, die Spitzenteams der Tipico-Bundesliga trafen in dieser Saison bereits dreimal aufeinander. Und das heißt, sie lieferten sich bereits drei heiße Partien. In Runde 1 gewannen die Bullen klar 3:1. Dann folgte ein packendes 3:3, ehe die Salzburger zuletzt mit 2:0 in der Fremde die Oberhand behielten. Die Bullen haben damit in dieser Spielzeit zumindest immer 2 Tore erzielt. Und Fakt Nummer 3, die Rose Elf sollte dennoch gewarnt sein, denn der LASK gewann das letzte Bundesliga-Duell in der vergangenen Saison mit 1:0. Ja, soweit die 3 Fakten zu unserem Topspiel der kommenden Woche. Aber wir wollen natürlich wissen, was unser Experte dazu sagt, denn er ist bekannt dafür, dass er nicht immer auf die Fakten setzt, sondern auch manchmal gerne ein Risiko eingeht. Wie siehst du das, Frankie? Hallo. Ja, genau. Oft in meinem Leben ist vieles ein Risiko. Aber hier, ich weiß nicht, nehme ich ein Risiko, wenn ich sage, LASK gewinnt gegen Red Bull Salzburg, Red Bull Salzburg in Feierlaune und LASK der einzige Mannschaft, die richtig mithalten hat können in der Meisterschaft. Oliver Glasner will einmal noch zeigen, meine Mannschaft ist die einzige Mannschaft, die Red Bull Salzburg richtig wehtun kann. Und deswegen glaube ich sogar an einen Sieg, Auswärtssieg, das ist gut für unsere Quote, von LASK bei Salzburg. Ja, für die Quote ist es auf jeden Fall gut, denn die wäre bei 6 dann, wenn der LASK tatsächlich gewinnen sollte. Das heißt, aus 100 Euro von Tipico würden schon einmal 600 Euro werden. Das wäre ja nicht schlecht. Das ist nicht wenig. Nein, das ist gut. Ja, und Frankie, du darfst ja dann noch auf 2 weitere Spiele setzen. Die darfst du dir aussuchen. Welches ist dein zweites Spiel? Clivi, ich sage einmal so. Ja, wer sagt so? Ja, das ist ein Kollege von mir, von einem anderen Sender. Ein guter Fußballer war das früher. Mhm. Der sagt, wir werden jetzt einmal auf St. Pölten setzen, Auswärtssieg bei WRC. Warum? WRC, etliche Gesperrte und zu Hause nicht echt unbedingt diese Heimmacht. Und St. Pölten, ja, ich sage mal so. Wieder eine die werden gewinnen. So ist es, genau. Wieder eine gute Quote, 4,2. Ja. Und ein drittes Spiel durftest du dir auch noch aussuchen, Frankie. Ja, das wäre Sturm gegen Austria Wien. Da glaube ich an einen Unentschieden. Ich glaube, dass Sturm Graz zu Hause nicht unbedingt diese Heimmacht ist. Und Austria Wien hat doch bis lange Zeit gegen Red Bull Salzburg sehr gut gespielt. Eine Woche vorher gegen SKN gewonnen, auswärts. Zwar knapp, aber doch. Und jetzt glaube ich an einen Unentschieden bei diesem doch wichtigen Spiel um Platz 3. Dann wollen wir mal multiplizieren, deine Dreierkombi. Wenn du mit all deinen Tipps richtig liegen solltest, dann kommen wir auf eine Quote von 83,16 mal 100, wären dann 8.316 Euro, die dem österreichischen Behindertensportverband zulaufen würden. Ich drücke die Daumen. Und danke, Tipico. Wenn nicht, dann ist 100 Euro schon gesichert, sage ich einmal so. Ne? Vielen Dank, Frankie. Ja, und wenn Sie sich den Tipp unseres Experten anschließen wollen, dann können Sie das natürlich tun auf www.tipico.at. Sie dürfen auch eine andere Wette eingehen, selbstverständlich. Auf Neukunden wartet ein Willkommensbonus zwischen 10 und 100 Euro auf die Einzahlung. Ja, das war's von unserer Tipico-Wettshow. Nochmal zurück zu dir, Ferry.
Besten Dank euch beiden. Ab sofort haben Sie wieder alle Spiele, alle Tore auch am Smartphone mit unserer App von OE24TV. Wir sehen uns wieder am kommenden Sonntag ab 22 Uhr dann bei Ampfiff. Bis dahin, machen Sie es gut, bleiben Sie sportlich.